So, alles gut? Rechts runter. Hier? Nee, rechts, rechts. Rechts noch weiter. Ne? Hier, hier. Hier? Der Wunder ist da. Ja, alles gut. Ja, ist da. Klar. Ja. Ja, ich habe noch versucht, aber wenn ich da drauf stehe, dann stehst du komisch so. Eigentlich reicht das, wenn du bei der Geschwindigkeit da drüber fährst, ja. Wenn du so auf dem Fahrrad bist, ne? Wenn du einfach nur in dem Moment so machst. Einfach nur mit dem Oberkörper. Ich habe aber wieder wie beim Fahrradfahren gerade gemerkt. Den Druck einfach von der Vordergabel zu nehmen. Ja, oder hinten. Ich habe mich auch einfach mal ein bisschen schneller rollen gelassen. Ich war ja nicht so weit hinten. Ja, du brauchst nur den Hinter ein bisschen nach hinten. Also wie gesagt, bei den Mini-Dingern jetzt nicht. Ich habe letztens so ein bisschen geübt und ich habe die Füße halt gar nicht ganz. Also ich habe immer wie beim Fahrrad. Ach so, ja. Ich habe angewöhnt, dass ich nicht mehr so einen Hinter habe. Okay, so, fährst du wieder vor, Bichon? Ja. Ja, das sind die halt immer irgendwo. Aber nicht da, wo wir sein dürfen. Da links von dem Pöller müssen wir. Scheiße. Alles gut? Bäh, diese Pfützen, ey. Die Pfützen sind tückisch, da weiß man nicht so ganz, was da drin auf einen lauert. Was da lauert, ne? Scheiße. Und ich hab noch dran gedacht, nimmst du ein Handtuch mit, vorsichtshalber? Hab ich natürlich vergessen. Ich hab noch zwei ins Auto reingeworfen. Ja. Jetzt kommen auch noch mal ein, zwei Drops. Was? Ach so, nee, nee. Ja, alle da. Vorsicht, Matschepampe. Jo. Bist du da? Gut.
auf jeden Fall Spaß. Alles aufmachen. Wäre das stark lag? Jo. Ah, wo kommt der her? Alles gut, wir haben Zeit. Bist du da? Ja. Okay. Alles gut? Ja, alles da. Alle da. Wuhu. Das war es im Prinzip schon. Ja? Ja. Weißt du, dass wir dann besser irgendwie hochfahren können? Ja, wir können mal gucken, wo wir dann hochfahren. Alles gut. Wir warten immer. Hier lang, genau. Ja. Alles gut. Lass dich rollen. Einfach rollen lassen, Gewicht nach hinten. Ich sehe nur die zwei Schneisen, um reinzufahren. Okay, weiter. Alles gut. Reden mit mir selbst. Hier runter? Wo willst du hin? Wo willst du hin, Mishan? Der ist weg, der hört dich nicht. Wir müssen doch hier durch. Bist du sicher? Ja. Mishan! 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 Bist du richtig? Wenn er meint. Wie heißt es, wie ich komme hier, wenn er ist? Wo bist denn du? Ah, hier. Ja. Soll ich weiterfahren? Ja, kannst du. Ja, aber da war auch eine Abfahrt, deswegen. Ja, aber da war so schmal. Ja, ja. Gut. Da sind ja Dornen. Ah, zu wenig Speed für den Drop. Zwei Stufen! Zwei Stufen, kannst vorbeifahren! Verwurzeln und dann bis
Ja, lass uns erstmal warten. Ja, ich weiß auch nicht, wo es dann weitergehen soll. Ja, nirgendwo. Alles gut? Alles okay? Da war ein bisschen kritisch. Ja, ich hab glaube ich. Nirgendwo, weil da ist schon zu Ende im Prinzip. War das die Abfahrt? Und so machen wir da weiter, aber da sind. Ja, dann lass uns hier runter. Ja, hier sind wir damals auch lang. Hier? Nee. Sind wir uns verfahren? Ein bisschen. Hier ist der lang gekommen da, im Video. Hier sind die Rohre. Gucken wir mal. Der ist auf jeden Fall aus der Richtung auf den Turm dann gefahren. Okay. Also kommen die drei Rohre? Ja, hier sind zumindest welche. Ja. Aber wir fahren jetzt in die andere Richtung, oder? Hier ist der runtergekommen. Hier. Ah, hier, okay. Okay, der macht aber einen ordentlichen Satz, ne? Ja, aber geil. Wenn dann von hier. Huhu. Willst du mal machen? Komme! Boah, alter Schwede! Willst du auch nochmal? Dann mach mal, aber mach am besten wirklich von ganz oben, oder? Musst du wissen. Ja, ich glaube, ich ziehe mir nur die Knieschoner an. Das vermittelt er. Und Gewicht nach hinten. Juhu. Jawohl! Juhu. Warte. So. Ne? Ja, Hut ab. Den, kein Problem. Den würde ich auch mal trauen, aber das hier, ne. Deswegen, und jetzt sowieso nicht so dunkel. Ja. Dann fahr ruhig. Was? Ach so. Mountainbike-Strecke, warte. Ich weiß nicht, wo die Single Trail und wo die Freeride lang geht. Single Trail, Freeride. Lass uns lieber hier. Ja, ja, ja. Ja, ja, deswegen, wie gesagt, wir fahren ganz gemütlich jetzt.
Nur langsam, wie gesagt, ne? Keine Ahnung, was hier alles ist. Vorsicht, rechts ist ein Kicker. Ja, ich höre. Ja. Ja, das ist ein Aufstieg. Deswegen, hier sind jetzt ein paar Sprünge. Es ist ja. Na komm schon. Mein Gott. Bijan, da ist das Buschgap. Da ist das Buschgap. Da einmal rüber. So, ich gucke, dass wir auf dem kürzesten Weg wieder auf dem zum Auto kommen. Weil meine Mama halt auch um 10 Uhr zu Hause sein müsste. Ne, jetzt auch wegen dem Regen vor allen Dingen. Ja. Ich habe mehr Angst vor dem Zorn meiner Mutter als vor dem Regen, bin ich ehrlich. Ist eigentlich immer ziemlich lieb, aber wir beanspruchen die schon oft, ne? Ja, ich weiß, ich kenne das, ist bei uns nicht anders. Genau. Und ich bin ja schon froh, manche haben das ja gar nicht, ne? Ja. Ich hoffe nur, die schlafen ganz ehrlich. Letztens, als wir nach Hause gekommen sind, waren ja gerade eben im Bett, ne? Jo. Da bist du dann noch ordentlich. Boah, ja, yippie. Naja, dann ist das so. Ich habe den Regenrucksack nicht gefunden, mein Regenclip am Rucksack. Ich glaube, ich habe so etwas nicht. Ich habe so etwas nicht. Rucksäcke mit einer schönen Farbe brauchen keinen Regenclip. Wo sind wir denn hier verdammt nochmal hochgekommen, ey? Also, ich bin nie wieder nach Hause gekommen. Jo, aber ich hab, also das muss definitiv hell sein. Ja, da ist dafür nicht. Kann ich einfach zu schlecht sehen. Das war jetzt gerade. Ja, der Rest jetzt hier, aber generell. Ja, ja, ja. Das ist auch wichtig, ne? Auf jeden Fall. Genau, Ewaldstraße, da, 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 ja genau. 2,84 Kilometer. Wir müssen jetzt da lang. Schade. Komm her du.
Oh, du bist so schlau. Was? Sind da mein Handtücher dabei? Ah, siehste. Ich nicht, ich werde schön die Sitzheizung anmachen und heulen. Aber die Hoppenbock macht doch Laune, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn er nicht so schlechtes Wetter wäre und deswegen jetzt noch ein bisschen heller, wäre noch besser gewesen. Er hat jetzt nur auch schon Spaß gemacht. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn er Mittag, hier Samstag um 15 Uhr ist, da ist halt auch die Hölle los. Ja, denke ich auch. Dass dann abends dann einfach mal ein Röntgen, können wir ja auch mal machen, dass wir einfach dann mal anstatt, dass man einfach nochmal hier an die Hoppenbruch fährt abends.